Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben wieder Samstag. Das bedeutet Distinct Worlds mit Sword Art Online. Ja, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Irgendwann klappt's. Ich bin schüchtern, ich trau mich. Danach gibt es natürlich wieder den Witcher mit dem da. Und vielen Dank an Big Mama mit ganz vielen Zahlen. Ich habe sie nicht so schnell lesen können. Du gehörst jetzt auch zu uns. Ich hoffe, du hast Spaß bei uns. Oder hältst uns einfach nur voll verblödet, wie der Name sagt. Ich habe genau gesehen, Xatia ist da. Brauch noch den Chat. Wer ist denn sonst noch aktuell da? The Incredible. Ich kann heute nicht mehr reden. Ich gehe wieder. The Incredible ist auch anwesend. Und die üblichen Hosts flattern auch wieder rein. Ich sollte, glaube ich, meinen Autohost ausstellen. Wie üblich weiß ich nicht mehr, was beim letzten Mal genau passiert ist. Ich erinnere mich an ganz viele Brüste auf jeden Fall und an Käfer. Wir schleichen uns jetzt mal da lang, wo ich gestern ganz schnell aufgehört habe wieder. Letzten Samstag. Für die auf YouTube gestern. Die haben sich alle gestern das Video angeguckt. Behaupte ich jetzt. Thank you.
Und ich sehe. Chris meinte gerade, ich habe erfolgreich mit meinem Pad im Spiel mein Mikrofon bei ihm am PC runtergeregelt. Weil ich mich so angekabelt habe, damit ich ein bisschen Saft habe auf dem. Ich merke auch gerade, ich bin so ein bisschen aus dem Bild gerutscht. Gut, guter Anfang heute. Bisschen Schwund gibt's ja immer, das kennt ihr ja nicht anders. Oh, irgendwann lerne ich's nicht, mit ihnen zu reden. Sag mal, die Viecher ignorieren mich, oder? Glaube ich, wirklich nach mehr Viechattacken suchen. Jetzt habe ich dann wahrscheinlich wieder Probleme bei den Bossen. Das ist pures Labyrinth aktuell wieder, ne? Absolut pures Labyrinth. Wenn du die Viecher immer angreifst, stehst du fest. Wie viele von den kleinen Viechern habe ich jetzt eigentlich getötet bisher? Hat da irgendjemand mitgezählt für mich? Ferdi! Hallo! Guck mal, Vögelchen, ich habe ganz viele Ameisen zum Futtern. Entschuldigung. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Hm.
Wie geht's dir denn, Birdie? Der Kermit ist nicht da und doch ist ein Gedanken bei uns. Er hostet uns jetzt. Das ist lieb. Eine Truhe ist da oben noch, die wir uns schnappen können. Wie lang, oder? Falsche Richtung. Dann da lang. Nein, hier lang. Memo, Vögelchen mag keine Ameisen. Muss ich, glaube ich, oben raus. Ich habe heute Schleifchen im Haar. Ich dachte, ich passe mich mal ein bisschen im Plüschelspiel an. Hier waren wir? Scheinbar? Komme ich von hier? Gehe ich hierher? Oh Gott, ich habe keine Ahnung mehr. Hä? Geh ich... Bin nach oben raus, oder? Und komm jetzt von unten. Nee, hä? Was macht sie jetzt hier? Genau das frage ich mich auch. Was tut sie hier? Sollen wir sie in die Gruppe nehmen oder nicht? Ich meine, wir haben ja gerade die andere dabei. Aber das mit ihr haben wir ja eigentlich schon erledigt, ne? Haben wir jetzt automatisch die andere raus? Anscheinend ja. Das ist schon ein bisschen fies, oder? Dass es die andere direkt instant aus der Gruppe kegelt. Frank, auf welcher Ebene hast du es denn mittlerweile geschafft? Kommen wir, ne? Ein bisschen macht sie mir Angst, habe ich da schon gesagt.
Dieses Riesenschwert halt. Sieht so aus, als würden wir mal wieder ein bisschen einsammeln gehen. Moment, dachte ich gerade, ich bin gefangen. Wie viele von den Dingern überlebe ich wohl im Schlepptau? Oder ab wann lassen sie mich nicht mehr durchlaufen? Moment, da waren wir da schon? Okay, da ist keine Ameise, da müssen wir schon gewesen sein. Irgendwie will die nicht mitkommen, oder? Hallo, du da? Folgst du mir? Nicht? Okay. Oh, die kam aber schnell angerannt. Jetzt eilig gehabt. Fehlt wahrscheinlich noch die eine, die nicht hinterherlaufen wollte. Also, die da. Oh, da hast du dich aber auch mächtig ins Zeug gelegt, weh? Alles gut. Bin ich noch mal? Ist zwei Ebenen weiter. Die Höhle macht einem auch gerade ein bisschen schwindelig. Ne? Aschdematoe ni naranai desho? Kono sekai wo kowashite shimau nanika. Sore wo sagashite iru no. Tabun. Okay. Sie sucht etwas, das die Welt zerstören kann. だからこそたくさん探索に出て、いろんなものと出会わなきゃいけないんだ。私は、このというか、私のことよりも、キリトはクリアのために頑張ってるんだよね。だったらさ、 Einen wunderschönen guten Abend, Haki. Schön, dass du unter den Lebenden bist. キリト、今で満足だなんて間違っていると思う。だって私が活躍できちゃうくらいなんだもん。もっと。ゼル、ziemlich viel für sich, ne? Ich arbeite doch an allen. Nimm immer wieder jemanden mit. 私、筋力は結構上げてる方だと思うんだけど。ああ、ごめんごめん。もっと速度を上げた方がいいってこと。速度ね。火事と関係が薄いのはあんまり上げたくないんだけど。でも、
それだとキリトと釣り合うパートナーになれないと思う。パートナーって言われても、私は…なや、アスナ ist ja auch sehr schnell mit ihrer Waffe。それに、キリトのパートナーには、私みたいにメリハリの効いた体が必要だし。出るとこが出てて、引っ込むとこが引っ込んでる。Das klingt gerade eben sehr komisch. Kommt drauf an, wie viele heute Abend da sind, Stefan. Wenn genug Leute da sind, dann ja. Wenn nicht genug Leute da sind, dann nein. まあでも、キリトに一番お似合いで、役に立って。お、クサティア reagiert。ハロー、クサティア。Ja, dann guck, dass die Leute da sind, Stefan, wenn du Quiplash willst. さあ、キリト、先に進もう。Du weißt ja, wie das ist mit Mundpropaganda. Oh, und wer von euch Netflix habt, guckt Terror's House. Kurz eine Angewohnte an. Die Teilnehmer sind echt schnuffig. Alle. Gut, das sind Japaner. Japaner sind immer schnuffig. Ja, gut, nicht eben. Aber fast. Wisst ihr was? Ich hätte mir eigentlich noch so meinen geflochtenen Haarkranz so ums Haar machen müssen. Dann würde ich jetzt aussehen wie mein Charakter im Spiel. Also die Königinnenwächter halten ein bisschen was aus. Ich muss unten raus auf jeden Fall. Okay. Was ist ein Ausrufezeichen? Also zum Ausrufezeichen dann. Er redet davon, dass wir beide einen Schwertskill einsetzen sollen, aber macht halt einfach keinen, ne?
Ach, war zu spät mit dem Switchen. Was ich allerdings heute Abend wirklich verspreche, ist, dass wir mit Blood and Wine beginnen. Also heute gibt's ganz viel Blut und Wein. Vorwärts, Kameraden, wir müssen zurück. Nach unten muss ich, okay. Bin ja gespannt auf das nächste Add-on. Das kann ich raus, ne? Bin ich verdammt. Und weg ist sie wieder. Ich glaube, sie sucht eigentlich nicht etwas, sondern jemanden. In dem Fall ihn. Okay, wo tut's mich jetzt wieder hinpflanzen? Iyoyoka. Ach, haben wir es schon im Bossraum erreicht? Da haben wir noch gar nicht so viel von der Ebene erkundet, oder? Ich würde jetzt sagen, aber wir benutzen die Möglichkeit, uns hier in der rumzuporten. Und porten uns quasi zurück, damit wir nicht das komplette Dungeon jetzt wieder zurücklaufen müssen. Weil ich habe auch das Gefühl, ich habe noch gar nicht die ganzen Voraussetzungen für das nächste Dungeon erledigt. Also für den nächsten Boss. Neue Nachrichten haben wir. Stimmt, da waren wir beim letzten Mal mit ihr in der heißen Quelle. Oder sonst noch Nachrichten? Elia will bestimmt wieder helfen. Genau. Auch Hilfe? Genau. Wer ist denn aktuell unser schwächster Freund? Keine Silika. Ich würde doch fast sagen, nehmen wir sie mit, oder? Wie höppelt eigentlich gerade Lisbeth da neben uns rum? Genau, wir sollen ja sowieso noch hier zum Teleport Gate. Trifft sich eigentlich ganz gut dann. Da waren jetzt nicht noch irgendwelche Quests für uns, die wir aktuell noch nehmen konnten, oder? Jo. Oh doch. Oh nee, das hätte ich vorher annehmen sollen, ne? Wie dumm. Ja, wird schon schief gehen, oder wie heißt es so schön? Kriegen wir hin. Nein.
Dann suchen wir die kleine Silika. Sie ist? Ist sie dann gerade? Trader's Way. Das da drüben, oder? Das hat Trader's Way, genau. Da drüben rennt sie auch schon rum. Wie Lisbeth da rumhöppelt. Zurück. Oi, Joe-chan. Sono Feather Leader-ra, Tame Monster kai? Also sie kriegt wohl eine Quest. そうかい。いや、実はそのフェザーリードラに似たやつを83層で見かけたことがあるんだよ。83層、だそんわからだ。ただ、サイズは段違いにあっちの方が大きかったな。 ああ、そいつの近くに光り輝く結晶があってな。どうもそいつを守っていたように見えたぜ。もしかしたら、ジョーちゃんのお友達にも何か関係あるかもしれねえな。なるほど。教えてくださってありがとうございます。みたいですね。その、 Das ist so dieses typische, ich mag nicht. Ich brauche einen großen, starken Helden, der mich schützt. Ja, der Drache ist wirklich süß. Sehr zum Knuddeln. Da hast du schon recht. Aber bist du nicht auch genauso eigentlich so ein blöder Drachenfanat wie ich, Stefan? 83 müssten wir jetzt mit ihr, ne? Hat's gesagt, wo wir genau hin müssen? Ich hätte aufpassen sollen, ne? Laufen wir halt mal ein bisschen durch. Wir werden es schon finden, ne? Und danach gehen wir wieder auf unsere Ebene. Ich habe eine neue Nachricht. The Big Pina. Ich glaube, das Gebiet war aber auch nicht ganz so groß, wenn ich mich richtig erinnere. Aber habe ich es nicht irgendwie geschafft, mich hier irgendwie runter zu boxieren? Oder sowas in der Art? Links denn hier? Ah, da. Oder? Hä? Ich ist ganz blöd. So, hier haben wir Ausgang, ne? Das heißt, wir müssten. Vielleicht nervt mich auch einfach gerade diese große Krabbe, kann das sein? Ah, da lang. Danke an die Katze im Glas. Hier verzweifle ich jetzt. Da sind Server irgendwo. Aber natürlich. Fragen wir doch einfach mal die Eventlist. Wie voll. Genau, wir sind im Fungusvorrat. Ja, der Drache fliegt doch hinterher. Was er genau tut, weiß ich nicht, aber er fliegt hinterher. Und ist niedlich.
Ich glaube, ich habe ihm irgendwas gesagt letztes Mal, was er tun soll. Ich weiß noch nicht mehr. Nichts geht über unsere Katze im Glas. Ja, das ist eine größere Pina, würde ich sagen. Einmal kurz die Grafik großgezogen. Und jetzt fand ich, dass das so unheimlich aussah. Ja, schon. Diabetes-Alarm. Könnte man so sagen. Ich wette, du magst doch die Kleine, oder, Stefan? Jetzt tut er es auch noch zum Stehlen anstiften. War da auch irgendein besonderes Bildchen wieder kriegen? Jetzt. Verfolgt jetzt Ina, also das kleine Flatterfee. Anstatt Kirito. Kann sein, dass er so programmiert ist, dass es zuerst auf dasselbe. Ja, das ist, war mir schon auch klar, dass es den irgendwo als Plüschi geben muss. Sau ist leider viel zu beliebt. Die Frage ist, wie niedlich sieht der Plüschi aus? Nur weiß ich und Discord, während dem Stream ist schwierig. Nom. Klingt so ein bisschen wie Magenverstimmung. Jetzt klingt es nach einem Saiyajin. Mama? Big horrible Pina. Hi.
Was zur Hölle passiert da gerade? Ich kann auch nicht gucken, wenn du es im Chat postest, Stefan. Du kannst mir nach dem Stream angucken. Ich frag mich, was sie wohl zu ihm sagen wollte. Aber benutzen wir doch einfach den Teleportkristall erstmal. Bestimmt von. Ja. Items. Teleporter. Dann auch mal mehr Teleportkristalle, die ich habe. Entweder benutze ich sie so selten oder es droppen einfach nur so viel. Wahrscheinlich braucht man die einfach gegen Ende so oft. So, jetzt gucken wir mal noch, wo wir uns sonst noch so umgucken müssen. Bin mir nicht sicher. Ich bin, glaube ich, wahrscheinlich in das vordere rein und muss ich jetzt in das hintere. Sechs Stück davon. Ja. Hier mehr davon noch rum? Ich übersehe die Dinger ja immer so gerne. Aber gut, im Endeffekt weiß ich, ich kann einfach in das erste Stadtgebiet hier und da ist das Funkelglitzerstellchen. Ja, das ist echt ein flauschiges Vieh. Glaube ich zumindest. Also wenn es genauso aussieht wie Pina. Hier war ich jetzt noch nicht, ne? Ja, genau. Und dann bin ich da, wo ich hin will. Hoffe ich zumindest. Ich habe auch das Gefühl, die Viecher werden immer ekelhafter. Wenn es die ganze Zeit heißt, was sent to storage, will das Spiel mir doch bestimmt sagen, mein Inventar ist voll, oder? Also von der Niedlichkeit her ist auf jeden Fall
Silica die Top Nummer 1 unter den Mädels, finde ich. Guten Abend, Bunny. Jetzt kommen sie aber alle. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht wird es ja doch was aus der Quiplash-Runde heute Abend. Hast du unsere Technologie eigentlich schon besorgt, Hase? Unsere Technologie zum Kissen auswerten. Du arbeitest dran, okay. Ihr wisst ja, heute ist die Kissen-Auswertrunde. Gemeinsam dann mit dem großen Chris. Nur auf Rezept, Stefan. Nur auf Rezept. Sieht so aus, als wäre ich leer gefahren. Sag bloß, das war jetzt wirklich nur noch diese eine Ecke hier? Ernsthaft? Ja, dann solltest du einen Arzt organisieren, Stefan. Damit wir das Rezept kriegen dafür. Nebenwirkungen entfernen Sie Ihren Arzt und fragen Sie stattdessen Stefan, den Apotheker. Ja, und ich will jetzt kein Korinthenkacker sein, aber bist du nicht eigentlich PTA? Was sonst feiert? Sorry. Mir leid. Kannst mir nicht verkneifen. Kannst du mir verzeihen? Ich weiß jetzt halt nicht, was von den Quests ich jetzt schon hab, so weit gesammelt hab. Das nicht, gut. Das heiße Quellenzeug habe ich nur zwei Stück von. Dass die halt jetzt auch gerade mich nicht angreifen wollen, die blöden Viecher. Sonst rennt mir alles hinterher. Weiß ja, ich bin eine gehässige olle Kuh. Boah, ich weiß nicht, ich habe so absolut Lust auf Witcher gerade. Es dauert halt noch, bis wir Witcher anfangen. Ich will Blut und Wein.
Hast du ein Messer? Hast du ja schon. Oh ja, da ist ein Messer. Also, heute gibt's Blut und Wein. Stech dich selber ab! Chris will sich noch nicht abstechen lassen. Ist blöd. Was mache ich denn jetzt? Woher kriegen wir denn jetzt das Blut? Ich brauche noch ein freiwilliges Blutopfer. Mag jemand? Ich hab grad Producer verstanden. Irgendwie falscher Tag, oder? Übrigens, falls jemand Uzuki sehen möchte, ihr wisst, was zu tun ist. Ja, das passt zusammen. Berichtshefte schreiben, ich fand das immer so furchtbar. Das war das Schlimmste für mich. Oh, jetzt will ich auch was zum Saufen. Und wenn es auch nur... Wobei Glühwein mag ich nicht, schmeckt mir irgendwie nicht so. Also der Stefan, der... Nee, was war der? Jetzt waren beide Stefans mittlerweile eigentlich schon da, hier mal irgendwann. Der Deadpool, der hat's genau richtig gemacht. Der hat mir das gebracht, was ich gerne trinke. Er nannte dich gerade Vaterschwimmbecken, wegen meinem wunderbaren Englisch. Deswegen musste ich mal kurz zur Seite austreten. Ja, das mag ich auch. Der Stefan, der hat mir aber Hugo gebracht. Ach ja, Stefan. Wenn ich vorstellen darf. Bin ich eigentlich aktuell richtig? Bin ich falsch? Hat jemand die Kekse gesehen? Übrigens auch Hallo an die unbekannten Gesichter, die ich im Chat sehe. Ihr dürft doch gerne schreiben, wenn ihr das wollt. Wenn ihr keine Tastatur dran habt, könnt ihr es natürlich auch lassen. Oh, ihr seid so süß.
Gibt's das irgendwo? Kann man das irgendwo sich organisieren? Hast du's? Ich habe das allererste Buch. Oh, wie. Das müssen wir unbedingt machen. Mit Anruf und dann. Tüt, 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 tüt. Ja. Oh, mach mir einen Gefallen. Mach einen Screenshot vom Chat und das bei uns auf Twitter twittern. Das da von Stefan und Stefan. Stefan und Stefan ist irgendwie wie Klaus und Klaus, wenn ich das erwähnt habe. Ja, das dachte ich mir traurigerweise auch gerade. Brechen. Hielt das für gemein. Ein Screenshot aber bitte, ja? Kann ich eigentlich von... Wisst ihr, normalerweise finde ich mir ja relativ schnell zurecht und irgendwie so spielen, aber in Sao habe ich halt noch keine Ahnung von wegen Inventar, Storage, Skills. Wirkt für mich alles noch immer noch wie so ein Buch mit 10.000 Siegeln. Ja, jetzt sind sie still. Jetzt sind sie verschreckt. Ich hätte nicht sagen sollen, dass Leute in den Chat schreiben sollen. Okay. Dann schreib mal an meinem Rezept. Schickst du es mir dann auch zu, wenn du fertig damit bist? Ja, das... Das mitten reinschweißen, das stimmt schon, ja. Das ist so ein bisschen Arschloch, wenn ich das so laut sagen darf. Ich weiß nicht, ich muss mal zum Chef gucken. Darf ich das laut sagen? Ist halt nicht wie so ein normales MMORPG oder so normales Spiel, dass dir erstmal alles fein säuberlich erklärt, was du tun und machen sollst. Ich muss nochmal nach meinen Quests gucken. Also ihr seid jetzt getweetet. Deswegen sag ich ja, ich muss mal den Chef fragen, ob ich das überhaupt so sagen darf. Ich hab gerade geflucht. Ich weiß nicht mehr, was ich geflucht habe, aber... Okay, ich bin gefeuert worden. Ich muss jetzt leider gehen. Also mit Quiplash war es das, glaube ich. Haben wir hier eigentlich noch irgendwelche Doppelnamen? Also außer Stefan und Stefan. Ja, Tutorials sind nervig, aber sie haben ihre Daseinsberechtigung. Das ist definitiv so.
Oh, es tut mir gerade so leid mit dem ganzen Gegrinde hier, weil ich keine Ahnung habe, ob ich das Zeug eigentlich sammle oder nicht. Ich gehe gleich mal einfach vor und gucke, ob ich die Quests abgeben kann. Und guck mal, ob ich mein Inventar leeren kann. In manchen Spielen wünscht man sich die Tuts manchmal und in anderen Spielen hasst man sie. Wenn man eine Mischung davon gefunden hat, dann ist es irgendwann gut, glaube ich. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach gleich mal zurück. Gehe jetzt noch die nächsten Räume durch. Nee, ich gehe jetzt direkt zurück und gucke mal, was ich abgeben kann und guck, ob ich den Boss machen kann. Ist mir gerade zu viel gegrindet, persönlich. Items brauche ich da. Oder du hast ein Dauertutorial an dir kleben, das Navi heißt. Du sagst das. Ich mochte Navi. Navi ist knuffig. So, können wir irgendwas turn in? Anscheinend das ja. Genau, mit dem Tweets locken wir mehr, noch mehr Stefans an. Damit wir bald die Stefan-Armee sind. Dann haben wir nämlich ganz viele Fans. Fans? Sorry. Ich glaube, ich habe ihn getötet. Oh mein Gott. So fühlt sich das halt so an. Nee, die Witze zählen nur für Chris. Das Ausrufezeichen du Witze. Du bist imaginär ich. Also nimm. Oh, guck mal, wir können, dürfen gegen den Boss kämpfen. Ja. Nanda. Oder? Ach ja, ja. Ah ja, Inventory. Da wollte ich mich ja noch um was kümmern, ne? Kann ich die von hier direkt ins Ding werfen? Kann sie nur wegwerfen. Kann ich die irgendwie Ich muss mal irgendwie zu den Händlern. Das wird irgendwas bekommen von Stefan. Für mich wohl. Puh. Ja, so meine Skills. Aber wo kann ich Zeug verkaufen, ist jetzt die Frage. Verkaufen, nicht kaufen. Kann ich in diesem Spiel überhaupt Sachen verkaufen?
ちょっといいかな? いらっしゃい! Einmal am Arm. Oh Mann. Wenn da keine persönlichen Daten draufstehen würden, würde ich die tatsächlich jetzt twittern. Das ist schon geil. Du kannst das ja ausblurren. Ich will Zeug ver... ich weiß, wo ich verkaufen kann. Ja. Machen wir es auf die umständliche Art. Ich glaube, mein Pulli ist zu warm. Mir ist so warm gerade. Mach gleich Striptease. Teleport Gate. Auch Central Storage hätte ich vielleicht auch nutzen können. Egal, das machen wir jetzt. Wir verkaufen jetzt auf irgendeiner Ebene einfach Zeug. Wenn das funktioniert. Gut, dass ich keine Ahnung habe, wofür ich das ganze Zeug brauche, ne? Also das Ohr würde ich mal sagen, behalte ich erstmal. Ohr. Plötzlich? Weiß ich nicht. Guck nach. Hat diesen Monat. Hat ich habe Ohr verkauft. Einmal wird man von nebenan abgelenkt und schon verkauft man falsche Sachen. Ich weiß nicht, was davon brauche ich noch und was nicht. Teleport Gate und jetzt wieder nach Arxophil erstmal. Aber es hat mein Komikzentrum getroffen, Stefan. Der Stefan, der hat mir übrigens immer erzählt, wenn ich Stefan sag, hört er auf und muss erstmal überlegen, welcher Stefan gemeint ist. Jetzt könnt ihr überlegen, welchen Stefan ich damit meine. Du verwirrst mich, hör auf. Sorry. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Sehr schön. Sollte ich eigentlich mal versuchen, diese Sachen hier zu aktivieren, wenn es klappt? Wie aktiviere ich diese Sachen eigentlich? Ach, das sind New Dungeons und so Zeug. Okay. Triggern. Ich mache einfach. Ich glaube, ich muss mich mal genauer umgucken, oder?
Also irgendwie ganz viel Zeug wegen Arch Sophia in Dingens im. Muss ich den Shop nur finden? Wird mich gern interessieren gerade. Verzeiht mir bitte. Muss ich nur den richtigen Händler finden? Oh, kann man da auch hinten rein? Lustig. Ist hier hinten irgendwas? Nee. Wenn man anfängt, den Spielen was zu suchen, ne? Dann denkt man Orte. So. Das Zeug. Nee, keine Hot Dogs für uns. Weiß Bescheid. Eigentlich ist sie doch die einzigste Blacksmith Dings. Das ist übrigens noch das, was von Patreon kam. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ich muss gucken. Ich weiß nämlich gerade nicht, was ich tue. Ich weiß, das ist schlecht. Mies. Würd gern wissen, wo ich mir das kaufen soll. Soll denn dieser besagte Blacksmith sein? Ich kann mir denn die Schmiede von Lisbeth runter vorstellen. Hat jemand eine Ahnung, wo das ist? Oh, hallo Wahrsager. Schön, dass es einem hinterher sagt. Übrigens, das kostet auch Geld. Ich will aber immer noch wissen, wo dieser Schmied sein soll. Was hier? Leute, ihr wisst, ich habe Bedürfnisse. Was trifft. Wie ziehe ich denn an den Mädels das an? Ist eigentlich ganz nett, dass er das ganze Zeug da an der Seite holt. Hm. 3 Millionen der Zeug. Haben doch einen an der Klatsche, ne? Die haben doch von den Preisen her eins an der Klatsche, oder? So, ich weiß nicht, wie ich das den Mädels anziehe, aber irgendwie kriege ich das hin. Eisenwächter. Naja, Eisenwachter, wenn man es genau nimmt.
Kann ich ihr das irgendwie schenken? Gift Armor ist Gift. Man sollte vielleicht noch das Richtige dann. So, wo ist die... Geht sie das jetzt an? Ja. Entschuldigung. Sie hat Badeanzug an. Jetzt würde mich der Wedding Dress schon interessieren, aber 3 Millionen ist hart, ne? Hab ich eigentlich irgendwelche Ausrüstung, die ich mich mal neu equippen sollte? Das sieht ein bisschen von den Werten her besser aus. Oh, das sieht sneaky aus. War da keinen Ring an? Stimmt, bei Liefer gibt's da mehr zu sehen, also zumindest hier. Bei dir funktioniert das bestimmt auch irgendwie. Du musst es nur genauso blöd erst rausfinden wie ich. Also ich finde das Oberteil jetzt schon auf jeden Fall besser als vorhin. Jetzt müssen wir nur mal... Die Hosen habe ich gar nicht angeguckt, ne? Equipment. Aber wo sind denn die Hosen? Ach, das sind dann wahrscheinlich... Hä? Hä? Genau, das sind dann... Ich nehme mal das da. Sieht interessant aus irgendwie jetzt, oder? Oh, ist die Ausrüstung halt alle irgendwie komisch aussieht. Sieht halt schon komisch jetzt aus, dass mir ein Mädchen im Badeanzug hinterherläuft. Sieht schon ein bisschen creepy aus. Frag mal sie. Nanda. Schade, dass ich jetzt wieder sowieso die große Starke mitnehme. Also ich mache das Übliche. Kann ich denen dann eigentlich wieder ihr eigenes Zeug irgendwie anziehen? Mal gucken, ob ich es auch wieder schaffe, dass niemand stirbt. Und ich finde das Hashtag Dirty Birdie toll. Gefällt mir. Mindestens genauso gut wie Knaschtkram.
Irgendwie machen die mir jetzt noch nicht ganz so Angst, die zwei Ameisen. Wenn ich sie sehe. Aber bestimmt kriege ich noch Angst vor ihnen. Oder vor dem. Hätte ich mir lesen sollen, was er tut? Durchlesen sollen, was er tut? Gott, wie soll ich Witcher überleben mit diesem Sprech? Hey, ich hab dich gestunt. Ich finde den Boss gerade nicht sonderlich toll, ne? Irgendwie ist er gerade nicht so. Ich bin gestunt, oder? Könnte mal wieder aufhören, der Stun. Oh. Sie geht mir jetzt schon auf den Senkel. Ich glaube, das kann ein bisschen dauern, bis das Vieh tot ist. Stefan, bist du dir sicher, dass du Chris bei Twitter folgen willst? Nur zur Frage deines geistigen Wohlbefindens. Wollte sie eigentlich schon wieder, dass wir switchen? Gut, dass Asenals manchmal einen dran erinnert. Irgendwie wirkt sie jetzt bis jetzt noch doch nicht ganz so böse. Bis auf den Anfang gerade, der mich dauernd gestunt hatte. Switchen wir mal wieder Zeit für, ne? Sind alle momentan auch noch vom Heilstatus ganz gut drauf, ne? Und Asen hat natürlich jetzt was abgekriegt, weil sie im AOE stand. Langsam ein bisschen wütend, oder?
verdammt, jetzt bin ich wieder. So, haben wir ja schon fast wieder das Vieh. Die Frage, die sich mir stellt, sollen wir dann in die nächste Ebene? Oder sollen wir mal, wieder in die Hello Area? Das Gift tut mir halt gerade nicht ganz so gut, ne? Ich würde mich jetzt gerade gerne entgiften. Wie ging das nochmal? Battle Skill Usable. Bringen wir erstmal einen Heiltrank. Ich meine, das Vieh ist ja fast eigentlich schon tot, ne? So, kein Toter. Ich krieg halt aber auch nie die letzte Attacke, ne? Aber halt nie. Was meint ihr? Hollow Area oder nächste Ebene? Aktivate 完了. Das ist ein tiefer Wald. Sieht auch wieder voll hübsch aus. Ja gut, jetzt haben wir erstmal so ein bisschen... Ich würde es nicht Sequenzen nennen. Talking-Modus. Ich bin, wie du siehst, die Matschewasse. Wenn du in die Gilde beitreten willst, hast du eine Kettmeldung an die Gilde-Meister. Sie fragt den, der eigentlich nie in das ganze Gildenzeug involviert werden wollte, ne? Jetzt versucht sie mit Essen zu locken. Würde das bei euch klappen? Würdet ihr für Essen Dinge machen, die ihr eigentlich nicht tun wollt? Danke sehr. Der versucht sich doch jetzt bestimmt an sie ranzumachen, oder? So wie der schon aussieht. Moment, Alberich war das nicht?
War das nicht der Fritze aus Staffel 2? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Oh, das war doch der Fritze aus Staffel 2, oder? Dieses gemeine Etwas. Ja, ja. お美しい限りです. もしや現実の世界では ご令嬢だったりするのでは? Welche Speise werden das bei dir, Stefan? と失礼. この世界では 現実の世界の詮索はタブーでしたね. ところで、アスナさん、こちらの方は? この人は今日はオブザーバーとして同席してもらってる。 おー、キリト! 黒の剣士様でしたか。 あなたのご活躍のおかげで僕たちもここまで来れました。 攻略組の方々のお力になれますよう、 粉骨砕身の覚悟で尽力いたす所存です。 どうぞ。 さて、それでは本日はどのようにいたしましょう。 我々の実力をお見せできれば攻略組として お互いわだかまりなく協力関係になれると思うのですが。 Kann ich beides nicht machen. そうですね。 ではお手数をおかけしますが、 試験代わりに私とデュエルを。 キリト君が? これはこれは光栄ですね。 黒の剣士様直々に剣を交えていただけるとは。 ちょっとすみません。 Kämpfen! 急にどうしたの? Das ist ehrlich gesagt nicht. Sieht aber gut aus. ほうほう、なんと言いますか、随分と余裕がおありで、さすが黒の剣士様だ。それではお言葉に甘えまして行かせてもらいますよ。 Ja, das ist doch der Typ. Der Typ, der in Staffel 2 dann vorkommt. Sonst würde er nicht sagen, dass es so, dass er so overpowered wirkt und aber eigentlich total unerfahren zugleich. それは僕が弱いとでも言いたいのか。いいさ、分かったよ。僕が戦いというものを教えてやる。はあ。ふっ。うん。キリト君。暗え。Linden machen, damit man angreifen kann. タイミングよく転んだな。 Ich finde es halt schade, dass man die Kämpfe nicht so ein bisschen sieht und das Zeug, worüber sie reden. Aber gut, was will man meckern?
Von welchem Jahr kommt das Spiel? Weiß das gerade einer? Es gibt schlimmere Spiele. アルベリヒさん、残念ですけど、もう少し力をつけてからまたご連絡いただくということで。能力的には問題ないはずだと思いますが。最前線はレベルが高ければ攻略できるというようなものでもないんです。ですから、今回はごめんなさい。 わかりました。しかし、いずれ僕の力を必要とする日が来るでしょう。その際は、ぜひお声をおかけください。なんだかその、おかしな人だったね。Oh, da haben wir es wieder jede Menge zu tun. Take a stroll around Trader's Way alone? Go to the Godfrey's Trail, Cleaver, return from Alan. See me, search for the Griffin Master at the gun level's pledge in the. So, oh. Da haben wir eine Nachricht. Von Cleaver. Oh, ne, da geht's raus. Die Kleidung ist halt immer so schlimm. Yo, Kibo, wartet다so. Was für Informationen wollten wir nochmal von ihm haben? Ich weiß es nicht mehr. Kirito-kun、何のクエストをやってるの?強化系アイテム?それってどこのクエスト?クリアに何が必要なの? あんたは鍛冶屋のリズベットだよな。数少ないマスターメイサーの。え、私のこと知ってるの?もちろんだよ。マスターメイサーの鍛冶屋で、しかも女性。情報屋なら当然押さえておく情報だからな。Ja, stimmt, wenn man mit Informationen handelt, sollte man über die Leute Bescheid wissen. それほどでも。 Habe ich dich gleich dazu gebracht, wie? エギルの旦那とクライン、あーちゃんは顔見知りだな。それとリズベットにシリカに。私のことも知ってるんですか?初めてフェザーリドラをテイムした有名人だ。もちろん知っているさ。なんか照れちゃいます。 あとはそっちのゆいちゃんは知ってるな。私のことも知ってるなんて、アルゴさん物知りなんですね。一層であれだけキーボード一緒にいればいやでも耳に入ってくるさ。当たり前。Oh, also seine Sie. Auch ein Mädel. Dachte mal einmal, ist jemand ein Kerl und dann ist es auch ein Mädel. そちらのお嬢さん方については、ほとんど知らないからな。よろしくお願いします。森に妖精が現れたとか噂になったことがあるけど。まる、これは。いや、これ以上ただで聞くつもりはないよ。 Sind ja beide aus einem anderen Spiel. Skill解放されたって話を聞いたけど。え?正直すぎる反応だな。ま、
確証を得るまでは話さないから安心しなよ。そうだといいけれど。私は？私のこと知ってる？綺麗なお姉さんってことしかわからないな。綺麗だって、ありがとう。私はストレアっていうの。Ja, ja, aber dass sie eine hübsche Dame ist, das kann man auch sagen, indem man sie sieht. Finde ich jetzt. Chris bringt sich, glaube ich, gerade um. Es war klar, dass Asuna da wieder aufmüpft. Ja, hola, これが Quest の情報だ。So, was haben wir jetzt bezahlt? それじゃあ早速行きましょうか。どこのクエストなの？ねえキリト、強化系のクエストだったら家事スキルがある私が一緒の方がいいんじゃない？ちょっとリズ。Lasst mich nicht aussuchen, wen ich mitnehmen muss. Ich möchte keinen Frauenstreit beschwören. 武器の強化なら私も興味がある。だったら私も行きたいな。最近キリト君と一緒にクエストしてないし。行け alleine so。ずるいずるい。私も行くからね。キリトさん、私も。Oder ich nehme Klein mit。やっぱりキーボーは女ったらしだね。ほどほどにしておきなよ、キーボー。Dann wandere ich erstmal zu Agil. Huch. Ich kann mich auf den Stuhl setzen. Wollte ich zwar nicht. So, sagt mir jetzt jemand, wie ich hier wieder runterkomme? Danke. Oh, ich will mit ihm reden, nicht um die. Den. Danke. Ah, Kirito-kun, nice timing. Kommst du hier her? Ano, Kouryaku-gumi sanka kibou no Alberihi tte hito no koto. Nanka, chotto kawatta hito datta kara, minna ni mo shirasete oita hou ga ii kana to omotte. Kirito-san mo kininaru という koto wa, yappari, nanika arisou desu ne.変質者とかなら気をつけないといけないしね。キリト君からも何か気になることとかみんなに教えてあげた方がいいと思うの。Ja, jetzt erzählt halt nochmal, dass halt ein bisschen davon irritiert ist, wegen dem Equipment und dem fehlenden Player-Skill. Hat man ja in normalen Spielen auch, dass sich Leute Charaktere kaufen und nicht mit diesen spielen können. Gut, bei dem ist das jetzt ein bisschen was anderes, background-technisch, würde ich behaupten. Aber kommt auf selber raus. Hm. そんなにすごい装備を持てるなら、ちょっとくらい名前が知られててもおかしくないはずなのにね。そうなのよ、それも不思議なの。アルベリヒなんて名前聞いたことないでしょ？はい、聞いたことないですね。私もです。Oder Leute, die alles geschenkt kriegen. でも、装備だけって言うなら、例えば、イカ様なトレードかなんかで稼いだとか、そういう可能性もあるんじゃない？
でも実際にそんなことは考えにくいよね。Die Diskussion jetzt halt, wie könnte er an das Level gekommen sein, ne? Na, ne, hodo, ne? Nanka, tschui, ist da, ho, ga, ii, jetzt, dat, te, koto, wa, wakata. Okane, da, ke, motte, te, tschitschiluk, ga, nai, hito, ga, yaru, koto, nante. So, jo. Kane, ni, mono, o, iwase, te, nanka, hen, na, koto, ste, kuru, ka, mo, jo. Yamete, kudasai, jo, Izu-san.特にアスナ、あんた目立つんだから気をつけるのよ。そのアルベリヒとやらは血明騎士団宛てに連絡してきたんでしょ。ちょっと粘着気質を疑った方がいいよ。嫌なこと言わないでよ。ね。でもみんなも気をつけてね。この世界にも変な人はいるから。帰り討ちにすればいいんでしょ。リアルよりもこっちの世界の方が単純じゃない。シノンさん頼もしい。私もその気で行かなくちゃ。まあいざって時は黒の剣士様が助けに来てくれるわよね。Ach Gott, wir sollen halt immer denken, der schwarze Schwertkämpfer kommt uns zu retten. ちょっとそこは任せておけとか言うとこでしょ。か弱い女の子を戦わせる気。もう最初からそう言いなさいよ。とにかくみんな気をつけようね。おい、今のクエストシンボル。Ich und die Stühle, ne?Neues Kapitel, ich und die Stühle. Meine Liebe für sich. Nein, mit Lisbeth möchte ich auch gerade nicht reden. Dankeschön. Oh, Kirito, Saneka. Schodo, ich bin nicht da. Hey, warte, warte. War ich ein Hanasch, Janette? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. So, Remo.訳ありで格安ときた。そうこなくっちゃ。装備品ってのは。おお、das sieht wirklich interessant aus。Ich mag flashy。それがね、この服。ペア。Haben will, haben will, haben will. So, Mudaru? Kona Jose no Skuna SAO de Kono Fuku Danjo Pair de Chakuyo de Kirio Neza. Sorry, I'm all Taihen the Kaho Murtego de Kirito. On a sec Kono Fuku Yoko Kazio de Kirio Guni Aranda. Sag mir den Preis, ich nehme es.そういえば、ログハウスの内装は気に入ってもらえたか？そうだろう、そうだろう。出血大サービスだったからな。俺とおめえの仲だ。恩なんて感じなくていいんだからよ。Gib mir diese Kostüme.私にプレゼント？ OK, wir haben sie schon mal also automatisch bekommen. なになになになに？ Ich glaube, ich würde genauso reagieren wie sie. あー、素敵な服！
Also ich glaube, sie freut sich. Sieht das an. Ja, zieht es an. Oh, es ist traurig, wenn das nicht anzieht. Kirito! Machst du sie wieder traurig? Dich an und gib mir ein Bild davon mit beiden zusammen. あれってもしかして先行のアスナと黒の騎士だよね結婚したって話はあったけどあんなにラブラブなんだ キリト君、そのサンドイッチもう一つ食べる。おびにいちです。でもなんかここで食べても味とかよくわかんないね。私たち目立ちすぎたね。そうだね。私もちょっと恥ずかしいかな。でも新鮮だね。 Ich denke ja auch immer, wenn ich so alte Leute sehe mit irgendwas Gleichem an, wenn es nur eine gleiche Jacke ist oder so, stehe ich immer da und denke mir so, oh, wie süß. Honto? Ja. Ah, da ist er. 見せつけてくれるよね。さすが夫婦。くそ。爆発しろこのリア充どもめ。いや、リアルじゃないけど。サンドイッチのソース口元についてたから。嘘だよ。食べかすなんかつくわけないでしょ。ああ。 Nein, das kann nicht noch süßer werden. Ich hätte ihn gerne in dem Zeug gesehen. Aber wisst ihr was? Was? Ja, wir haben 20 Uhr. Das bedeutet, kurzes Päuschen, zwei Lieder oder so, Viertel nach, zwei, drei, vier, fünf Lieder, wie auch immer. Kommt da noch schon die Auslosung? Das sagt, müssen wir schauen. Bleibt dran, es geht zur Auslosung und auf jeden Fall zu, ihr wisst es, Witcher. Bis gleich.